Er hatte sich den Kopf Traute weggeblasen. Sein Glück allein. Ich habe dieses Zimmer wirklich vermisst, Watson. Ich habe alles wieder an seinen Platz gestellt, nachdem Baines Männer die Wohnung von oben bis unten durchsucht haben. Hier bleiben wollte ich aber nicht. Ich hätte es nicht ertragen, tatenlos herumzusitzen. Nehmen Sie Platz, mein Freund. Es wird Zeit, dass Sie alle Einzelheiten über diesen Fall erfahren. Zunächst möchte ich mich für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die diese Sache Ihnen beschert hat, und für mein Verhalten, das, wie ich weiß, inakzeptabel war. Ich hoffe, dass Sie nach meinem Erklärungsversuch verstehen werden, dass ich nur so gehandelt habe, um Sie zu beschützen. Und dass es mir Unbehagen bereitet hat, zu sehen, wie Sie zunehmend Ihr Vertrauen in mich verlieren. Vor wem oder was wollten Sie mich beschützen? Vor Professor Moriarty. Moriarty? Wir hätten in der Schweizer Irrenanstalt kein Mitleid mit ihm haben dürfen. Erinnern Sie sich noch an den Fall der Erwachten? Unsere Nachgiebigkeit kommt uns jetzt teuer zu stehen. Steckt er hinter dem Mord an dem Bischof? Ja, aber der Bischof war nur ein kleines Detail in einem weitaus größeren Plan. Ein Detail, das aus der Welt geschafft werden musste, um sein diabolisches Vorhaben nicht zu gefährden. Der Bischof war im Besitz eines Dokuments, das er für das Teil eines Puzzles hielt. Die genauen Zusammenhänge verstand er zwar nicht, aber er hielt die Angelegenheit für bedeutend genug, um mit mir darüber sprechen zu wollen. Am Tag vor unserer makabren Entdeckung übergab ihm sein Neffe, zu dem er ein vertrautes Verhältnis hatte, dieses wichtige Dokument, das Einzelheiten zu Moriartys großem Plan offenbarte. Die beiden verstanden den Ernst der Lage, woraufhin der Bischof beschloss, mit mir in Kontakt zu treten. Gegen den Wunsch seines Neffen? War es das, worüber die beiden so hitzig diskutiert hatten? In der Tat. Aber Moriarty erfuhr, dass der Bischof von seinem finsteren Plan wusste und gab dessen Ermordung in Auftrag. Die Mörder sollten auch das Dokument mitnehmen, das Hempford, der junge Neffe des Bischofs, gefunden hatte. Es gelang ihnen jedoch nicht, den Tresor zu öffnen. Was war das für ein Dokument? Der Beweis dafür, dass Prinz Woodwill in Moriartys Machenschaften involviert ist. Der Neffe muss dieses Dokument in den Archiven der Königlichen Bibliothek gefunden haben. Schließlich arbeitete er dort. Also hat die englische Krone etwas damit zu tun? Ja. Moriarty will Königin Victoria stürzen und dem Prinzen dadurch für seine eigenen Zwecke auf den Thron verhelfen. Aber das ist so gut wie unmöglich. Dazu bedarf es eines regelrechten Putsches. Geduld, Watson. Zuerst wies Moriarty seine Handlanger an, die Stimmung in London aufzuheizen und Hass zu schüren, um die Königin in Misskredit zu bringen und gleichzeitig die Beliebtheit von Prinz Woodwill zu steigern. Er führte eine Hungersnot herbei, damit die Suppenküchen des Prinzen ihre Arbeit aufnehmen konnten und der Prinz als Held gefeiert wird. Ganz genau. Es dauerte nicht lange, bis Moriarty erfuhr, dass ich Nachforschungen angestellt habe. Und, ohne überheblich klingen zu wollen, er wusste, dass ich die einzige Person war, die seine Pläne möglicherweise durchkreuzen konnte. Also beschloss er, mich zu diskreditieren, damit ich in den Augen der Öffentlichkeit als Krimineller dastehen würde. Und Sie haben einfach mitgespielt? Exakt. Ihn glauben zu lassen, dass er mit seiner Methode Erfolg hatte, war die beste Art und Weise, sicherzugehen, dass er mir keine Beachtung mehr schenkt. Warum haben Sie Scotland Yard nicht darüber in Kenntnis gesetzt? Erschien es Ihnen nicht merkwürdig, dass Inspektor Lestrade wochenlang nicht zugegen war? Was? Wollen Sie damit sagen, dass Baines für Moriarty gearbeitet hat? Ja. Ich verstehe. Die Mörder des Bischofs waren also bei diesem Verräter gut aufgehoben und deswegen gerieten wir bei unseren Ermittlungen nach unserem Besuch in der Opiumhöhle in eine Sackgasse. Ja, und Baines hatte dank seiner gehobenen Stellung Zugang zu den Polizeiarchiven. Er änderte und fälschte all die belastenden Dokumente, die Sie in Richter Beckets Haus gesehen haben. Er war es auch, der die samoanische Halskette gegen eine billige Kopie ausgetauscht hat. Und der Richter suchte den Journalisten Farley auf, um von ihm die Dokumente zu erhalten, die Baines gefälscht hatte? So war es. Wobei beide nur Schachfiguren in Moriartys ausgeklügeltem Spiel waren. Richter Beckett erhielt ganze Bücher voll mit Anschuldigungen gegen mich. Und Moriarty wusste, dass ein Journalist wie Farley solch einer Gelegenheit, die Titelseite aller Zeitungen in England zu füllen, nicht widerstehen können würde.
Farley ist lediglich ein eklatantes Fehlverhalten vorzuwerfen. Eingeweiht in Moriartys Pläne war er nicht. Wenn man bedenkt, dass ich Sie erst für die Explosion im Haus des Richters verantwortlich gemacht habe, ich bin sichtlich erleichtert. Aber warum ließ Moriarty den Richter töten? Er kam langsam dahinter, dass die von Baines geänderten und von Farley zur Verfügung gestellten Dokumente gefälscht sind. Damit hatte unser Widersacher nicht gerechnet. Und welche Rolle spielt das Gift bei der ganzen Sache? Leider verfüge ich diesbezüglich nicht über alle Informationen. Das erste Mal, als wir die Wirkung dieser Substanz gesehen haben, an der Leiche des Bischofs, war das Gift offensichtlich noch im Versuchsstadium. Es war viel zu stark, um es unauffällig einsetzen zu können. Ja, aber auch beim zweiten Opfer Kurz schien die Entwicklung des Gifts noch nicht viel weiter fortgeschritten zu sein. Und doch gab es einen Unterschied. Das Gift war nicht mehr tödlich. Ja, aber es trieb sein Opfer nach wie vor in den Wahnsinn. Immerhin wollte Kurz seine eigenen Hunde essen. Korrekt, Watson. Allerdings handelte es sich bei Kurz entgegen ihrer Annahme nicht erst um das zweite Giftopfer. Denken Sie an all die anderen Fälle von Wahnsinn, entweder einzelne Personen betreffend oder kollektiv, die an den Tagen zuvor in der Presse kursierten. Wollen Sie damit sagen, dass... Dass Moriarty seine gefährliche Mixtur an einer großen Anzahl von Versuchskaninchen getestet hat, ja. Anscheinend nur mit geringem Erfolg, da alle diese Personen nicht mehr am Leben sind. Ich sage anscheinend, weil ich nicht weiß, welches Resultat sich Moriarty erhofft hatte. Okay, ein bisschen ruckelt hier. Und an dieser Stelle kommt Hans Schielmann ins Spiel, nicht wahr? Moriarty brauchte ihn, um die endgültige Rezeptur für die Zusammensetzung des Giftes zu entwickeln. Und Sie haben Schielmann zur Flucht verholfen, damit er Sie zu dieser Spur führt? Ja, aber dann liefen die Dinge nicht mehr wie geplant. Die Männer des Professors nahmen sich seiner direkt nach dem Ausbruch an. Und dann verlief sich seine Spuren? Ja, aber ich bezweifelte, dass Moriarty den Rattentöter direkt in sein Versteck bringen lassen würde. Also gab es nur eine Spur, der ich folgen konnte. Die Bombe im Haus des Richters. Die Spur, die sie zu den drei russischen Brüdern führte. Ich erfuhr von der Wassermühle, indem ich die Kinder meiner inoffiziellen Baker Street Polizeitruppe dieser Fährte folgen ließ. Erneut war ihre Mithilfe ein entscheidender Faktor. Im Speicher der Wassermühle hoffte ich, Hinweise darauf zu finden, wo sich Moriartys Versteck befindet. Und ich wurde genau rechtzeitig fündig, bevor Baines auftauchte. Und da standen Sie mit dem Rücken zur Wand, nicht wahr? Denn Ihre Verhaftung hätte Ihren sicheren Tod bedeutet. Bedauerlicherweise ja. Aber Moriartys Plan ging dennoch auf. Denn nachdem ich Baines getötet hatte, wurde ich wegen der Ermordung eines Inspektors von Scotland Yard Englands meistgesuchter Verbrecher. Also mussten Sie dafür sorgen, dass man Sie vergisst. Sie inszenierten Ihren eigenen Tod, damit Sie Ihre Ermittlungen unbemerkt fortführen konnten. Das war eine schlimme Zeit für mich, Holmes. Das tut mir leid, mein lieber Freund. Ach, viel wichtiger ist, dass Sie wohl auf sind. Aber es ist noch nicht vorbei. Moriarty wird früher oder später etwas unternehmen. Sie erwähnten, dass Sie Moriartys Versteck ausfindig machen konnten. Wo befindet es sich? Auf einem stillgelegten Jahrmarkt in den Außenbezirken von London. Mit ziemlicher Sicherheit sind Sie alle dort. Schielmann, der Prinz und natürlich Moriarty. Falls es Moriarty gelingt, den Prinzen auf den Thron zu setzen, wird er die Geschicke des gesamten Königreichs lenken. Auch die Kolonien, das diplomatische Netzwerk und das Staatsvermögen. Einfach alles. Ja, und inklusive der Armee und der Kriegsflotte. Alles, was er braucht, um Europa und, wie ich vermute, schlussendlich die ganze Welt zu erobern. Holmes, wir dürfen keine Zeit verlieren. Noch konnte er seinen Plan nicht in die Tat umsetzen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Wir müssen unverzüglich aufbrechen, Watson. Trotzdem erklärt das Ganze nicht jedes Detail des Storyablaufes. Es gibt immer noch unklare Stellen. Warum schoss er auf die Mörder des Bischofs? So, zum Beispiel. Und warum oder wie konnte Moriarty Schielmann ausfindig machen, nachdem Holmes ihn versteckt hatte doch?
Glauben Sie wirklich, dass Moriarty hier ist? Hinter diesem Zaun? Etwas in der Luft lässt es vermuten, Watson. Ich habe einen seltsamen Säuregeschmack im Mund, wenn Sie das meinen, Holmes. Ja, die Luft ist voller toxischer Rauchpartikel aus den Schornsteinen der Fabrik. Ich glaube, ich habe darüber gelesen. Der Jahrmarkt wurde geschlossen, nachdem in direkter Nähe die Fabrik gebaut wurde. Sogar die Eiscreme soll bitter geschmeckt haben. Macht sie die Lagerhalle jenseits der Mauer nicht neugierig? Da drinnen geht sicher irgendetwas Merkwürdiges vor sich. So ist es. Und es hat sicher etwas mit Moriartys Machenschaften zu tun. Finden wir heraus, was dort vor sich geht. So, jetzt habe ich erstmal einige Sachen von Saito nachzulesen, die er geschrieben hat. Und zwar, wegen den Sachen mit den Hintergedanken. Erinner dich mal an die ganzen Experimente mit dem Hund. Oder zum Beispiel der Fall der Hund von Baskerville. An die Sache mit dem Hund von Baskerville erinnere ich mich echt nicht mehr so im Detail. Das ist echt zu lange her, dass ich die Story gelesen bzw. in filmischer Version zum Beispiel mal geguckt habe. Und welche Experimente mit dem Hund meinst du? Dann schrieb er, wow, die Kinder sehen älter aus als Holmes und Watson. Naja, das Spiel sieht zwar schon grafisch sehr viel besser aus als seine Vorgänger, aber es sind dann doch noch ein paar natürlich Sachen, die nicht perfekt einfach sind, auch grafischer Ebene. Professor Moriarty vs. Sherlock Holmes, das Duell der Duelle, besser geht es nicht. Ja, eindeutig. Und ich muss auch sagen, dieses Spiel hat sich schon lange zu meinem neuen Lieblingsteil der Reihe gemausert, denn der ist richtig geil in jeglicher Hinsicht. Ist es eventuell ein Doppelgänger, der von Professor Moriarty angeheuert wurde, um Watson abzulenken, weil er ihm zu nahe kam? Nee, Holmes beschreibt ja schon, dass er all diese Sachen gemacht hat. Insofern glaube ich nicht, dass hier irgendwo ein Doppelgänger zu Gange war. Vor allem hätte ein Doppelgänger nicht diese typische Art und Weise von Holmes gehabt, Ermittlungen anzustellen und so. Das hätte Watson, glaube ich, schon festgestellt. Im Notfall könnte man diesen Gegenstand als Waffe benutzen. Aber nur im Notfall, bitte. Mit der Seilbahn kommen wir vielleicht rauf auf das Dach der Lagerhalle. Gott, ich habe schon wieder hier Genanfälle. Ich weiß nicht, warum. Ein Seitenschneider könnte sich als nützlich erweisen. Okay, wahrscheinlich funktioniert das der ganze Hebel Ding nicht. Klemmt. War ja klar. Hier wirkt es so, als könnte ich den Seitenschneider gebrauchen. Das kann ich gebrauchen. Nicht tun. Nicht? Wieso? Ah, so reicht's schon. Eine Kurbel. Gut. Kurbel und Seitenschneider. Die Kiste wurde mit einem Seil zugeschnürt und am Boden der Seilbahn befestigt. Gut. Kriegen wir auch auf. Eine Flasche Motorenöl. Juhu! Ich wette, dass unter der Gondel ist eine Leiter aus Metall eingeklemmt. Ich wette, das Motorenöl brauchen wir hier das noch. Das ist der Motor der Seilbahn. Im Tank ist noch etwas Treibstoff, aber nicht genug, um den Motor zu starten. Im Tank ist noch... Ja, ich tu doch welches... Im Tank ist noch leer. Kannst du wohl... Dem Geruch nach zu urteilen, dürfte das ein Öltank sein. Ach, hier muss ich es reinschütten. Hoffen wir, dass es funktioniert. Und im jetzt? Tank ist noch etwas... Ah, wir brauchen auch noch Treibstoff, alles klar. Die Kurbel ist da, wo sie hingehört. Gut, dann haben wir das alles hier soweit. Dann brauchen wir jetzt noch Treibstoff. Bölkstoff, wie der gute Werner jetzt sagen würde. Der Bölkstoff. Sieht das aus wie... Wodkaflaschen. Sie sind doch nicht ganz leer. Russischer Alkohol. Holmes, die drei Brüder... Oh, sind die drei Brüder hier unterwegs? Vor dem Haupteingang sind zwei Wachen. Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Ich muss jetzt auch gerade mal sagen, vor an der dem Stelle, ich... Achso, okay, ja. Ich bin ein wenig irritiert,
inwiefern denn die Leute auch immer Sherlock Holmes für den Täter hielten. Also insofern muss es ja Öl gleich nicht Sprit. Das ja. ist der Mo- Die Reste Alkohol, aus den Wodka Flaschen gleich können wir Sprit. Als Treibstoff verwenden. So. Inwiefern die Leute halt, also dass halt alle wirklich, oder dass die Leute ja reingefallen sind, dass, also zum Beispiel die drei Brüder haben ja wirklich gedacht, Sherlock Holmes ist ihr Auftraggeber und ist der Böse. Es ist halt nur die Frage, ob Moriarty sie angewiesen hat, das so zu tun, oder ne, was da der Hintergedanke letztendlich war. Es hat funktioniert. Wir müssen uns aufteilen. Ich werde versuchen, einen Weg in den Jahrmarkt zu finden. Und Sie müssen die Lagerhalle genauer unter die Lupe nehmen. In Ordnung, Holmes. Es ist niemand auf dem Dach. Sollte die Seilbahn außer Kontrolle geraten, können Sie ja die Bremse benutzen. Es wird schon eine vorhanden sein. Das will ich hoffen. Aber es gibt wohl sowieso keine andere Möglichkeit. Und wenn ich herausgefunden habe, was Sie dort unten tun, was dann? Dann stoßen Sie auf dem Jahrmarkt zu mir. Klettern Sie an der gleichen Stelle über den Zaun, wie ich es zu tun gedenke. Sie werden mich schon finden. Viel Glück, mein werter Freund. Okay, offenbar machen wir zuerst die Watson-Rolle. Komm schon, John. Nur Mut. Eigentlich heißt es ja beim Pen & Paper Never Split a Party. Leider machen wir genau diesen Fehler. Wir splitten die Party. Es kann ja nur schief gehen. Es scheint mich niemand bemerkt zu haben. Jetzt muss ich herausfinden, was hier vor sich geht.